Hallo und herzlich willkommen zum Open Air im Klostertal. Mit von der Partie sind natürlich selbstverständlich die Klostertaler, die sechs Jungs, die sie schon seit 35 Jahren bekannt sind. Doch nicht nur als Band sind sie bekannt, auch durch ihre Solo-Projekte sind Markus Wohlfahrt und Gary Chan keine Unbekannten. So ist Gary Chan doch bekannt, dass er über 20 Instrumente spielt und wahnsinnig tolle Après-Ski-Musik macht. Wer jetzt Lust bekommen hat, diese Jungs, die es nur mehr dieses Jahr gibt, zu sehen, sollte am 19. September in Leonfeld unbedingt dabei sein. Das Trio aus Nürnberg, Xaver, Felix und Reinhard, sind auch mit dabei. Seid ihr eingefleischte Klostertaler-Fan? Immer. Alle? Seit 12 Jahren da. Nathalie und Nicole sind aus Dornbirn hierher gekommen. Warum seid ihr heute hier? Mit Papa und Freigarten, der kriegt jetzt immer mit, das ist einfach der Hammer. Hier dabei. Wie gefällt's dir? Super hier. Ich bin frei. Was ist dein Highlight heute? Die Klostertaler. Stefan, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Münchhausen. Das ist die Partnerkapelle vom Musikverein Weil am Arlberg. Und da hat auch der Markus Wohlfahrt mitgespielt. Bist du denn ein großer Fan? Ja klar, sonst wäre ich ja nicht hier, oder? Das Open Air hier im Klostertal erfreut sich so großer Beliebtheit, dass halb Vorarlberg leer sein muss. Immerhin sind 20.000 Leute heute hier und die Stimmung ist am Brodeln. Seht es euch selbst an. Die selbsternannten heißesten Kerle hier, Richard und Hermann aus dem Allgäu. Mitunter. Warum seid ihr hier? Wir sind hier, weil wir die Musik gut finden, weil wir tolle Frauen gut finden und darum sind wir hier, weil wir Volksmusikfans sind. Geile Gegend, super Frauen, schönste Musik. Bitte sehen.